glaube, dass alle Genres zusammengebracht werden können, beziehungsweise Genres nicht existieren. Für mich ist Klassik, sehe ich als die akustische Elemente, den akustischen Part in meiner Musik. Und die Elektronik, das ist eben, glaube ich, das, was man als Beat sieht. Seine musikalische Welt begann mit 4 Jahren am Klavier. Fürs Toningenieursstudium zog Kaan Bulak nach Berlin und traf dort auf die Welt elektronischer Beats. Es kann auch einfach nur der Puls in einem Streichquartett sein. Das ist für mich auch ein Beat. Wenn ich so ein Programm vorgelegt bekomme, dann denken die meisten natürlich, dass da elektronische Beats im Sinne von Rhythmen und perkussiven Elementen dabei ist. Ist es auch hier. Mein Werk Hein hat diese Elemente drin. Aber für mich persönlich ist Beat eigentlich der Puls der Musik. Komponieren bedeutet für den gebürtigen Istanbuler improvisieren, am Klavier sitzen, durch einen Park laufen und dann eine Partitur schreiben. Erst am Ende kommt das E-Tüpfelchen, die Elektronik, dazu. Ja, dieses Drücken und diese ganzen Knöpfe, die machen eigentlich nichts mehr, außer gewisse Klänge steuern, gewisse Klänge lauter, leiser machen, filtern, Höhen rein und rausdrehen. Und die habe ich auch bei mir notiert in der Partitur. Das heißt, man sieht Wellen in der Partitur, das sind die Bewegungen der Knöpfe und die führe ich dann aus. Und eigentlich ist das nichts anderes, außer ein Instrument, was man spielt. Der 26-Jährige ist zum ersten Mal in Schleswig-Holstein. Ostseewind, das ist etwas anderes als Berliner Clubluft. Jetzt sind wir am Strand hier. Ne? Was bedeutet das? Das ist jetzt spannend. Wie wird diese Musik hier klingen mit dem Meeresrauschen im Hintergrund, mit dem Wind in den Noten? Das wird ja auch eine Herausforderung. Aber darin liegt Spannung. Genau das möchte das Festival. Experimentieren. Mit ungewohnten Klängen an ungewöhnlichen Orten.